Willkommen zurück, meine Freunde, zu einer neuen gepflegten Runde von Dead by Daylight. Heute auf dem Grab von Glenwell zusammen mit dem Hillbilly. Und natürlich wieder vier Perks sind wieder dabei. Verblüffen, Tüftler, Beständig und Ruin. Und das ist auch, Leute, der neue Hillbilly. Ja gut, aber was heißt neu? Ich finde ihn eigentlich persönlich ein bisschen schlechter. Er ist ein bisschen schlechter geworden, als ich dachte. Weil jetzt eben die Kettensäge überhitzen kann und er einen übelsten Schrei loslässt. Er lässt einen übelsten Schrei los. Und durch diesen Schrei habe ich mich jetzt so ablenken lassen, dass ich einfach voll gegen den Stein gegrabt bin. Aber gut. Der einzige Vorteil ist natürlich jetzt, die Kettensäge kann überhitzen und was gibt's noch Neues? Also mir fällt es auf jeden Fall ein, Leute, also keine Angst haben, mir fällt es auf jeden Fall ein. So, einfach mal kurz der Mac hinterher und das ging auf jeden Fall schon schief, dass ich da hinterher gekommen bin. Aber gut, wie gesagt, ich bin auch mit dem Hillbilly nicht so trainiert, deswegen fällt es mir auch gerade ein bisschen schwer. So, da ist die Claudette. Okay, hallo Claudette, wie geht's dir? Wie geht's dir? So, zack. Sie hat jetzt eigentlich gedacht, ich mache meine Kettensäge an, aber habe ich leider nicht gemacht. gut ausgetrickst. So, Ace, wo bist du hin? Also irgendwie war er jetzt gerade da, aber irgendwie auch nicht. So, da vorne läuft die Claudette. Ich renne jetzt mal nach. Also auf jeden Fall, die Kettensäge kann überhitzen. Und ein paar neue Addons sind auf jeden Fall dabei. Zum Hillbilly. Das rote Addon, also das neue rote Addon, kann jetzt mit einem Hieb Paletten durchsägen. Und du kannst danach noch einen Survivor angreifen. Das ist auf jeden Fall noch möglich. Das kannst du machen. Aber dafür wird der Survivor nicht mehr one-hitted. Also der geht nicht gleich auf den Boden, sondern du brauchst nochmal einen zweiten Schlag, dass du ihn sozusagen in den Todesstatus beförderst. Aber das ist nur bei diesem roten Addon so. Ansonsten funktioniert der Hillbilly eigentlich immer noch gleich. Er hat sich daran nichts verändert. Und ich glaube, das zweite rote Addon hatte auch irgendwie eine Fähigkeit. So, was war das denn? Nia, was hast du gemacht? Sie steht einfach nur da und macht einfach gar nichts. So gut, dann bringe ich dich halt um die Ecke und befördere dich da hinten jetzt an den Haken und dann ist auf jeden Fall mal gut. So, ich denke, das waren, glaube ich, alle Neuerungen zum Hillbilly. Ich hoffe es. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nichts vergessen habe. Also, falls ich irgendwas vergessen haben sollte, bitte in die Kommentare schreiben, Leute. Bitte in die Kommentare schreiben. So, da hinten hat es gekracht. Ich glaube, da hinten ist auch der Ace. Beziehungsweise die Mac. Okay. So, Mac, wo bist du hin? Da ist sie hin. Boah, ich bin wieder so blind, Leute. Ich bin wieder so blind, dass ich sie einfach nicht finde. Okay, und zack. Oh mein Gott, war das knapp daneben. Oh mein Gott, war das knapp daneben. So, die Palette machen wir mal weg. Denn das neue Archiv ist wieder erschienen, Leute. Ich habe wieder eine Aufgabe zu lösen. Nämlich, ich muss 15 Paletten bzw. 15 Generatoren kaputt machen. Beziehungsweise beschädigen oder kaputt machen. Eins von beiden. So, da hinten ist die Claudette. Die werde ich jetzt gleich mal wieder jagen. Aber ich lasse sie dann liegen. Ich werde sie auf jeden Fall nicht wieder aufhängen. So, da hinten ist niemand. Mist. So, da ist der Ace. Hallo, Ace. Na, wie geht's dir? So, schaffst du es zur Palette? Oh mein Gott, Leute. Leute. Also mit dem Hillbilly muss ich ein bisschen trainieren. Da muss ich auf jeden Fall noch trainieren. Weil das geht überhaupt nicht. Dass ich die einfach so krass verfehle. Ich gehe jetzt mal hinten zu dem Gen wieder hin. Okay, da hat wie niemand gearbeitet. Dann gehen wir wieder zurück. Beziehungsweise da vorne rennt der Ace. Oder man will hier mir ohne Ende ein Signal geben, dass da jemand ist. So, da ist die Nia. Zack. Oh mein Gott. Heißt die... Moment. Wieso lässt die sich jetzt einfach sterben? Beziehungsweise, wieso will die, dass ich sie aufhänge? Das habe ich jetzt so nicht so ganz kapiert. Also irgendwie ist da der Wurm drin bei ihr. Beziehungsweise, vielleicht hat sie auch keine Zeit mehr. Oder beziehungsweise, er hat keine Zeit mehr. Keine Ahnung. So, zack. Und dann rushen wir einfach mal hinten zum Gen hin. Boah, den Schrei finde ich übrigens sowas von klasse. So, zack. Okay, sie hat abgelassen von dem Gen, beziehungsweise er. Okay, da ist die Claudette. Hallo Claudette. So, Dankeschön fürs Stunnen, perfekt. Machen wir gleich mal die Palette weg. Und Nia ist gestorben. Krass, hätte ich jetzt nicht vermutet. Aber gut, wenn sie sich schon wirklich so anbietet, dann war das eigentlich irgendwie klar, oder? Oh Gott, schon wieder ganz, ganz knapp daneben. Eieieiei. Was passieren hier für Sachen, Leute? Okay, das hat sie gut gemacht. Okay, sie loopt außen rum. Hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, sie springt über die Palette. Hat sie gemacht. Okay, Palette tun wir gleich mal weg. Damit wir Claudette gleich wieder an den Haken hängen können. So, zack. Ich hoffe, keiner hat eine Taschenlampe dabei. Aber ich glaube mal nicht. Ich stelle mich mal gar nicht so schlecht an. Also mit der Kettensäge kann ich immer noch nicht so gut zielen. Aber ansonsten so mit dem Hammer klappt es eigentlich wunderbar. Barbecue würde mir natürlich jetzt noch sehr, sehr helfen. Aber leider habe ich für diesen Killer noch kein Barbecue. Leider noch nicht. So, an diesem Gen hockt keiner. Aber ich denke mal, die hocken alle wieder da hinten. Deswegen rushen wir einfach mal hin.
Du kannst natürlich jetzt auch mit dem Hillbilly nicht mehr deine Kettensäge beliebig oft benutzen. So, war hier einer dran? Ich weiß es nicht, ob da jemand dran war. Also vorher habe ich mal keine Funken gesehen, ob ich mich jetzt da getäuscht habe, beziehungsweise ob ich das falsch gesehen habe, das weiß ich natürlich auch nicht. So, ab nach da drüben, ab nach da drüben. Was? Der ist da nicht durchgekommen? Oh mein Gott, ist der dick. Das ist ja krank. Das ist ja krank, dass der so dick ist. Was soll das? Normalerweise habe ich gedacht, da kommt er jetzt eigentlich locker durch, aber irgendwie kommt er da nicht durch. So, Claudette. Ich werde dich nicht nochmal aufhängen, keine Angst. Ich gebe dir die Chance. Dankeschön. Palette machen wir weg. Sehr schön. Und dann einfach hinterher, beziehungsweise hinten zu dem Gen. Ich lasse jetzt Claudette einfach mal laufen und spurte einfach mal ganz nach da hinten wieder. Okay, okay, okay. So, zack. Aber leider niemand mehr dort. Beziehungsweise die Kratzspuren verschwinden einfach so in diesem Gras, ne? Ich sehe da echt schlecht. Ich sehe da wirklich schlecht. Aber Rot-Grün-Schwäche, dank der Rot-Grün-Schwäche werde ich da auch, glaube ich, niemals besser sehen. Also das können wir auf jeden Fall ausschließen, Leute. Sorgt hier jemand am Gen? Nein. Die sind schon einfach wieder so verduftet, beziehungsweise haben sie wieder so getarnt, irgendwo im Gras, dass ich nicht weiß, wo die sind. So, bei der Palette? Nein. Schlagen wir einfach mal so ins Leere. Vielleicht hockt da trotzdem jemand, wer weiß. Aber die machen auf jeden Fall den Gen fertig. Die machen auf jeden Fall den Gen fertig, da bin ich mir absolut sicher. Weil der Gen ist schon ziemlich weit und Ruin ist noch aktiv. Wer weiß wie lange. So, da ist niemand. Schade. Schade, aber mein Fluchtotem ist genau dahinter. Also sie könnten es eigentlich auf jeden Fall wegmachen, wenn sie wissen, wo es ist, beziehungsweise wenn sie es sehen. So. Einfach mal ein kleiner Spurt. Man sieht auch schon, die Kettensäge wird langsam ein bisschen heller, beziehungsweise wärmer. Was? Wieso bin ich denn hier hängen geblieben? Was soll das? Okay, da vorne durchs Fenster durch. Alles klar. Aber ich höre sie nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, wo sie hingerusht ist. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt echt blöd. Warum passiert immer mir sowas, Leute? Warum immer so eine Map, bei der ich mich eh nicht gut auskenne? Und ich eh nicht so gut sehe. Was ist es? Okay, Ruin ist weg. Ruin ist weg. Wie gewonnen so Zaron, Freunde. Wie gewonnen so Zaron. Okay, ab dafür. Nein, das war nichts. Das war nichts. Das war nichts. Ich habe schon gewusst, wo er angefangen hat zu laufen. Habe ich schon gewusst, dass das in die Krütze geht. So, aber jetzt. Okay. Treten wir mal den Gen aus. Perfekt. Dann haben wir wenigstens das schon mal gemacht. Und die müssen ja hier noch irgendwo im Umkreis sein. Die müssen ja noch irgendwo sein. Aber die können sich halt hier wirklich sehr, sehr gut tarnen. Weil dieses komische Gras, beziehungsweise dieses Gestrüpp, ist halt auch sehr, sehr hoch. Also deswegen kann man sich ja eigentlich sehr, sehr gut tarnen auf der Map. Okay. Mist. Voll dagegen. Ich werde, glaube ich, auch noch eine Runde machen mit dem Hillbilly. Beziehungsweise mit Bubba. Mit Leatherface. Damit ihr da auch mal die Neuerungen seht. Weil das sind zwei Killer, die eigentlich neu gemacht worden sind. Sondern da ist immer noch niemand. Das gibt's doch gar nicht. Also so... Da ist Claudette. Hier. Ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen. Okay. Wo ist sie hin? Da ist sie. Da ist sie. Werde ich sie vielleicht one-hitten? Das wäre natürlich großartig. Da ist sie. Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Oh mein Gott, das... Oh mein Gott, ich wollte gerade noch loslassen, aber irgendwie hat es nicht geklappt. Es hat nicht geklappt, loszulassen. Okay, durchs Fenster. Da ist sie. Okay, perfekt. Wenigstens ein Hit. Wenigstens ein Hit. Sie ist zumindest mal verletzt. Ich frage mich, was die anderen Leute für einen Rang sind. Ich frage mich echt, was die für einen Rang sind, weil die spielen wahrscheinlich deutlich besser als ich, beziehungsweise deutlich besser als wir. Claudette, ich höre dich. Da ist sie. Hier. Zack. Okay. Perfekt. Claudette wäre auf jeden Fall down. Die ist auf jeden Fall down. So. Ab mit dir auf die Schulter, meine Gute. Und dann suchen wir uns einen wunderschönen Haken hier in dieser, Umgebung. Und da hinten wird einfach jeder Fähigkeitscheck vermasselt. Das ist doch unglaublich. Die hantieren an dem Generator, glaube ich, schon seit 5 Minuten. Und es passiert einfach gar nichts. So. Jetzt muss ich aufpassen, wo sie hinrennen. Muss ich echt aufpassen. Okay, sie haben ihn geschafft. Da ist die Mac. Oh, was? Das war ein Stunner? Ernsthaft? So, perfekt. Einmal erwischt. Und dann hinterher.
So ein bisschen antäuschen mit der Kettensäge kann man natürlich auch noch, ne? Sie überhitzt zwar dann irgendwann, aber man kann trotzdem noch antäuschen. So, Mac, haust du ab? Ja, klar haust du ab. Natürlich. Zack. Perfekt. Super den Weg abgeschnitten. Also besser hätte ich es mir eigentlich nicht vorstellen können. Gut gemacht, Hillbilly. Gut gemacht. Endlich mal kann man Lob aussprechen. Endlich mal. So, ich glaube, der Ace war genau hinter mir. Kann das sein? Ich habe irgendwas gehört. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er das war. Nee, da ist niemand. Okay. Wo treibt sich eigentlich der Ace rum? Den habe ich jetzt wirklich schon ewig lang nicht mehr gesehen. Sie haben, glaube ich, nur noch einen Gen zu machen. Okay. Ein Gen ist noch übrig. So, gehen wir mal da vorne in den Gen. Der wird noch ausgetreten. So, die sind da hinten. Alles klar, dann auf geht's. Auf geht's, Hillbilly. Gib Gas. Oh mein Gott, was war das denn schon wieder? Ich bin doch rechts da. Ich habe doch eigentlich so weit rechts gedrückt, dass er vorbeikommt. Naja, okay, wie dem auch sei. So, ich weiß, dass der Ace irgendwo hier ist. Da vorne ist er, ich habe ihn gesehen. Da. Oh mein Gott, das war daneben. Das war daneben. So, Ace. Gibt's da noch eine Palette? Natürlich gibt's da noch eine Palette. Dankeschön. Mach mir mal weg. Und nehm die Verfolgung weiter auf. So, da drin ist nochmal eine Palette. Die wird er, glaube ich, auch umwerfen. Also, wenn nicht, dann wäre er ziemlich dämlich, wenn er das nicht machen würde. Okay, er hat's ein bisschen vermasselt. So, Ace. Perfekt. Erster Treffer. So, er ist durchgerannt. Okay, er ist durchgerannt. Also, alles gut, alles gut. Palette ist auf jeden Fall mal nicht in Gefahr. Beziehungsweise, er wird die Palette auf jeden Fall jetzt gleich umwerfen. Das glaube ich auf jeden Fall. Weil ob er die stehen lassen wird, naja. Ja, habe ich doch gesagt. Okay, machen wir auch weg. Ich könnte sie natürlich auch mit der Kettensäge wegbolzen, aber das Problem ist nur meine Kettensäge. Naja, ich weiß ja nicht so recht. Okay, das war leider nichts. Das war leider nichts. Ich dachte eigentlich erst, der macht die Palette jetzt noch kaputt. Beziehungsweise stoßt die Palette um, aber hat er auch nicht gemacht. So, Ace, wo willst du hin? Wo willst du hin? Na, du bist oben raus, okay. Und dann rennst du wohin? Vielleicht rennt er nach rechts unten oder er bleibt oben. Also eine von beiden Möglichkeiten gibt's. Bin mir aber nicht sicher. Ich mache jetzt mal oben die Türe kaputt, weil die nervt mich eigentlich nur noch da oben. Also hier. So, zack. Tür ist kaputt. Und da hinten arbeitet die Mac. Ich habe sie schon erblickt. Nein, ich komme nicht runter. Als ob. Okay, sie ist noch verletzt. Sie ist auf jeden Fall noch verletzt. Das heißt, ich habe auf jeden Fall noch eine Chance, sie zu schnappen. So, rechts rum, okay. Und dann in die Richtung. So, nach unten. Nein, als ob. Was? Das hat nicht geklappt. Warum nicht? Warum hat das nicht geklappt? Okay, durchs Fenster. Runter. Und dann wieder zurück. Als ob das jetzt nicht geklappt hat. Ich stand doch direkt vor ihr. Beziehungsweise direkt hinter ihr. Sehr schön. Endlich. Endlich hat es geklappt. Okay, der Ace ist immer noch verletzt. Aber gut, was wollen sie machen, ne? Die müssen sich ja gegenseitig aufheilen, weil keiner von denen hat einen Sunny-Kasten dabei gehabt. Deswegen habe ich jetzt eigentlich die Chance, alle noch zu erwischen. Wo war denn der Haken? Ach, hier. Hier, ich denke mir doch gerade. Der Haken war doch eigentlich da. Der ist ja noch nicht weg, weil der Mac ist ja noch am Leben. Leute. Also manchmal bin ich echt verplant. Manchmal bin ich echt verplant. So, weg mit dir. Und dann wollen wir mal gucken, wo der Ace sich rumtreibt. Okay, sie hat sich sterben lassen. Sie hat sich sterben lassen. Das heißt, Ace weiß entweder, wo die Luke ist oder findet sie vor mir. So. Spitzen wir unsere Ohren, Leute. Vielleicht finden wir die Luke schneller als er. So, da ist er. Ace, was machst du da? Ist es wirklich dein Ernst? Du weißt doch, dass du hier nicht überleben wirst. Selbst unter der Palette kannst du nicht überleben. So, ab die Post dafür. Also mit der Kettensäge hat es nicht so geklappt heute. Beziehungsweise mit dem Schlag hat es nicht so geklappt. Oh mein Gott, finde ich jetzt überhaupt noch einen Haken hier irgendwo? Oder habe ich das schon vermasselt? Ach ja, und die Aura wurde von den ganzen Sachen wurde die verändert. Nein, da vorne war ein Haken. Da vorne war ein Haken, gleich dort. Schaffe ich das noch? Ich glaube, ich schaffe das nicht mehr. Nee, schaffe ich nicht mehr. Habe ich mir fast gedacht. Ich habe mir einfach viel zu viel Zeit gelassen. So, wo ist er lang? Wo ist er lang? Wo ist er lang? Hier in diese Richtung. Dann da durch. Okay. So, ich steige durchs Fenster, weil ich habe ja Verblüffen dabei. Das heißt, er kann mich auf jeden Fall nicht am Fenster ärgern. Das kann er auf jeden Fall nicht machen. So, wirfst du um. Dankeschön, Ace. Oh, das war knapp. Das war knapp. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sehr schön. Okay. Jetzt weiß ich aber wenigstens...
Jetzt weiß ich aber wenigstens, wo ein Haken ist. Jetzt weiß ich das wenigstens. So. Ace, du kriegst leider keine zweite Chance. Das war deine zweite Chance. Da du sie nicht optimal genutzt hast, mein Freund, tut es mir wirklich leid. Aber du wirst jetzt auch leider sterben. Somit haben wir alle bekommen diese Runde, auch mit dem neuen Hillbilly. Was ich persönlich eigentlich ziemlich geil finde, ne? Aber Kettensäge muss ich unbedingt noch üben. Also, bitte nicht verurteilen, Leute. Ich muss es auf jeden Fall noch üben, mit der Kettensäge umzugehen. Da ist die Luke, da ist die Luke. Perfekt, 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 perfekt. Machen wir gleich mal zu. Zack. Bodenluke geschlossen. Und dann können wir noch ein bisschen weiter sehen, bis die Runde vorbei ist. Aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Runde. Vor allem finde ich das Geschrei von dem Hinterwäldler mittlerweile sowas von geil. Ne, wenn er da loslegt mit seiner Kettensäge, hört sich das einfach fantastisch an. Sehr schön, wir haben alle bekommen. Das freut mich natürlich extrem. Das freut mich natürlich sehr, sehr extrem, Leute. Und ich habe keine Herausforderung ausgewählt. Oh mein Gott, bin ich dämlich. Wäre sogar fast ein Double Pip gewesen. Und das waren auf jeden Fall meine Überlebenden, ja. Einer war auf Rang 2, die anderen waren ungefähr in meinem Rang. Gut, die eine hat sich ja sowieso gar nicht Mühe gegeben, diese Nia, womit gespielt hat, was ich ein bisschen schade finde. Aber gut, meine Freunde, ich hoffe, euch hat diese Runde gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder von Dead by Daylight. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.